19 Uhr und es ist wieder Zeit für ein neues Interview hier bei uns auf Jungle Drum Radio. Hallo und herzlich willkommen dazu. Ich bin der Josch und zu Gast ist heute bei uns der Wolfgang Eggert. Er ist der Betreiber und Herausgeber einer neuen Zeitung aus dem alternativen Mediensektor mit dem Namen Dorian Gray. Die könnt ihr auch abrufen im Internet unter doriangray.net mit EY und zusammengeschrieben. Neben ihm betreibt das Ganze auch noch der Felix Vogel, der ist heute aber nicht da, sondern eben der Wolfgang Eggert. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist. Hallo Josch, ich freue mich auch, da zu sein. Wie lange gibt's euch denn schon? Es gibt uns im Internet seit ungefähr anderthalb Jahren und im Printbereich seit einem halben Jahr. Im Internet haben wir zunächst mal versucht, eine Zeitung aufzubauen, die dort auch aussieht wie eine Zeitung. Und irgendwann haben wir uns gesagt, komm, jetzt machen wir mal den Printmarkt ein bisschen unsicher mit einer Zeitung, die sich so ein bisschen oder sehr, sehr stark eigentlich nach den Gegebenheiten des Internets ausrichtet. Also wir haben beides mal versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Der Name Dorian Gray, da gibt es ja dieses berühmte Buch von Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Da geht es um einen jungen Mann, der jung bleibt und nicht altert, weil stattdessen sein Porträt altert. Allerdings kann er sich dabei eben auch nicht mehr weiterentwickeln und kann keinerlei innerliche Reife entwickeln. Ist das in die Richtung gedacht, der Name, oder ist das sehr viel profaner? Ja, das wäre natürlich jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ein Bad Branding, wenn wir im Grunde eigentlich stehen bleiben würden. Es hat ein bisschen damit zu tun, dass wir jung bleiben wollen, dass wir die Presselandschaft um uns herum als Bild altern lassen und die Presselandschaft, die gedruckte Presse, geht ja den Weg irgendwo ins Nirvana und stürzt die Klippe runter. Man sagt, dass es noch 5, 6, 7, 8 Jahre wirklich Presse gibt in der Form, wie wir sie bisher gekannt haben und sich dann irgendwann nur noch das Ganze virtuell im Internet abbilden wird. Und das wollen wir eigentlich verhindern und wollen allerdings dabei ein jugendliches Äußeres bewahren. Damit hat es ein bisschen zu tun. Aber ihr unterscheidet euch doch von dem herkömmlichen Zeitungsangebot. Wodurch eigentlich? Dadurch, also jetzt hatten wir uns ursprünglich schon unterschieden von dem herkömmlichen Internet-Zeitungsangebot. Da gibt es ja jede Zeitung, die du heutzutage kennst, ist ja im Internet auch vorhanden. Und dort sehen die Zeitungen aus wie Blogs. Und das kommt relativ dulde daher. Und wir wollten da einen Kontrapunkt setzen und wollten eine Zeitung so abbilden, wie man sie auch auf dem Printmarkt kennt. Also dass man richtig blättern kann, dass du die Ressorts hast. Und nicht so, dass du irgendwie eine Meldung anklickst oder eine Nachricht anklickst und dann kommst du auf eine Unterseite und dann klickst du nochmal und dann bist du verloren und weißt nicht mehr, wo du bist. Es ist vollkommen unübersichtlich und unsexy, wie das dort gehandhabt wird im Internet. Und wir wollten es anders machen. Und das hatten wir ein Jahr lang am Start mit sehr, sehr guten Klickraten. Und dann waren wir ermutigt und haben gedacht, komm, legen wir noch einen oben drauf. Ein bisschen aber auch aus Verzweiflung heraus, weil wir mit der Werbung nicht zurande kamen. Also die Klickwerbung gibt nicht viel her. Und wir dachten, wir müssen uns irgendwo finanzieren, wir müssen was ausschütten, wir müssen was bezahlen an die Ressortleiter und an die Schreiber. Und dann haben wir uns gesagt, gut, dann machen wir halt eben jetzt eine gedruckte Version. Da wird ganz anders bezahlt auf dem Markt. Und haben uns dann versucht, in der gedruckten Version stark zu orientieren am Internetmarkt, wie halt eben dort gesprochen wird. Das ist ja eine andere Sprache, das ist ein anderes System, es sind andere Nachrichten, frechere Nachrichten, alles kommt jugendlicher rüber und das wollten wir in die Zeitung packen und ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Ja, so werbt ihr ja auf eurer Webseite mit dem Slogan, klau mich. Ja, also wir sind halt eben dafür, dass die Nachrichten halt eben wirklich genommen werden und weiterverbreitet werden und dass das nicht so rigide verläuft, wie man es bisher immer kennt. Es ist ja teilweise sogar so, dass Leute verklagt werden, wenn sie nur 3, 4 Zitate aus einer gedruckten Zeitung nehmen. Das ist tatsächlich vorgekommen und das ist schlecht für die Nachrichtenentwicklung, weil damit setzt man halt eben einen Stempel drauf und sagt, das gehört uns und uns allein und es wird nicht weiter verbreitet. Das Internet ist wunderbar für Nachrichtenverbreitung. Also es geht sehr, sehr schnell und durch die Foren hindurch und es gibt viele, viele Nachrichten, die noch vollkommen unbekannt sind, durch die etablierte Presse gebremst werden, die sich an bestimmte Themenbereiche nicht ranwagen und das ist natürlich bei uns ganz anders. Also wir greifen Themen an, die tabuisiert sind teilweise auch und die sollen verbreitet werden und da ist uns das vollkommen wurscht, wer uns das gerade wegnimmt. Zugleich erinnert die boulevardeske Aufmachung so ein bisschen an Bild. Geht es darum, hier auch, sagen wir mal, nichts Böses ahnende
Schlafschafe mit Informationen zu kontaminieren. Das ist jetzt böse gesagt von mir. Das ist jetzt wirklich böse gesagt. Nichts böse anderes. Also im Grunde zielen wir tatsächlich auf den Mainstream. Weil wir haben uns gesagt, es bringt nichts, wenn man wirklich nur ein Segment von Leuten erreicht, die sich eh schon mit diesen Nachrichten beschäftigen oder mit diesen Themenfragen, die wir aufreißen. Da bleibst du dann immer in einem Ghetto. Dann erreichst du 4 oder 3% der Leute, und um was zu verändern, musst du halt eben in der Mitte ansetzen, bei der Masse. Da musst du Leute erreichen wie dein Nachbar oder irgendein Verwandter, der sich abends die Tagesschau anguckt und sich davon voll blasen lässt und es auch wirklich glaubt. Und den musst du abholen zu Hause. Den musst du halt eben mit was Bekanntem abholen, mit großen Schlagzeilen. Du musst dir anschauen, welche Zeitungen in Europa erfolgreich sind. Das sind immer die Boulevardesken. Die größten Abkaufraten hat die Sun, hat die Bild, hat Blick, Kurier in Österreich, und die sind alle etwa gleich aufgemacht. Und ich habe nichts gegen diese Aufmachung. Ich finde sie selber sehr interessant und kurzweilig. Ich habe keine Lust, mich damit im ideologischen Blatt an den Strand zu setzen oder, wenn ich halt eben von der Arbeit zurückkomme, mich zurückzuziehen damit. Das ist einfach viel zu schwer. Du willst es leicht haben, du willst viele Bilder haben. Also mit Titten hatten wir es noch nicht, das ist auch wieder so ein Wort. Also wir hatten es ein, zwei Mal dabei gehabt, und wir hatten wirklich viele Ausgaben. Da sind wir ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber das Sexiness darf sein, aber sie soll auch verpackt sein. Die soll nicht so billig sein, wie es halt eben Sun und Bild haben. Ja, ja. Aber du musst den Leuten, Josh, du musst den Leuten wirklich etwas bieten, wo sie Freude haben und wo sie leicht reinkommen. Das Ganze soll spannend sein, es soll sexy sein, es soll witzig sein. Dann liest du dir was durch, und wenn du dann halt eben eine Nachricht serviert bekommst, dann frisst du sie auch. Dann nimmst du sie auf und dann denkst du vielleicht ein bisschen mehr drüber nach, als wenn du halt eine ganze Seite voll Bleisüsten dir um die Ohren schlagen lässt. Es ist einfach zu viel. Da schaffst du 3 Zeilen, 4 Zeilen, 5 Zeilen, dann hast du keinen Bock mehr. Ja, das verstehe ich. Wer von euch macht was? Also wer sucht die Artikel aus? Wer ist für die Produktion zuständig und das Marketing? Also wir hatten ursprünglich einen großen Fehler gemacht, und das ist vielleicht mal auch interessant für andere, die sich mit so einer Fragestellung beschäftigen. Wollen wir selber mal was in der Richtung aufbauen? Wir haben das miteinander gemacht und haben das nicht miteinander getrennt. Also wir hatten nicht unsere eigenen Ressorts und unsere eigenen Bereiche und haben immer alles zusammen entschieden. Und wenn alle miteinander sprechen, dann kommt halt eben das kleinste gemeinsame Vielfache hinterher raus, und das ist nicht richtig knallig. Also haben wir irgendwann gesagt, nein, die in Anführungszeichen männlichen Ressorts oder die politischen Ressorts, da gehört natürlich auch die Wirtschaft dazu, teilweise auch Medien, das sind die Sachen, die ich mache. Und dann gibt es halt eben die in Anführungszeichen weiblichen Ressorts, die mehr einen kulturellen Touch haben, wo es um Körper und Geist geht, wo es um Mode geht. Das macht der Felix. Und dann haben wir nochmal einen Schnitt gemacht, und das war auch sehr vernünftig, dass wir dann gesagt haben, wir haben, glaube ich, 10, 11 Ressorts insgesamt, dass wir in diesen Ressorts Ressortleiter eingebaut haben, die dann eigenverantwortlich entscheiden konnten, was für ein Content, was für ein Footage, was für ein Inhalt dort reinkommt. Und haben dann die Machtstruktur nach unten hin erweitert und uns letztendlich zurückgenommen. Und das ist das Ziel, was wir an sich mit der Zeitung auch verfolgen, dass die Chefredaktion oder die Leiterschaft der Zeitung immer weiter nach unten fließt. Also dass wir uns jetzt schon zurückziehen können, weil wir die Ressortleiter haben, die eigenverantwortlich ihre Seiten in der Zeitung, also ihre Zeitung in der Zeitung gestalten können. Und wenn die dann auch fit genug sind, ihre Leute zu instruieren, dann können die sich auch zurücknehmen. Und hinterher ist es dann wirklich an den Autoren, basisdemokratisch die Zeitung aufzubauen. Da wollen wir hin. Und ihr habt ja auch viele Helfer, zum Beispiel den Frank Höfer von nuoviso.tv, für den können wir gleich auch hier an der Stelle mal ein bisschen werben. Und vielleicht habt ihr ja sonst noch einen Namen, den ihr nennen könnt. Also wir haben bei den Medien Heiko Wein, wir haben bei Society Dagmar Sauer, wir haben bei Boys and Girls Jens Moré, wir haben bei Körper und Geist Elias Fischer. Also wir haben schon einige Leute aufgestellt, die wirklich sehr, sehr eigenverantwortlich arbeiten können und uns wirklich kompletten Content anliefern, wo das wir uns nicht mehr drum kümmern können, und die auch einen sehr guten Background haben von ihrer Arbeit im Internet her. Die haben alle ihre Seiten im Internet, wo sie sich schon seit langer Zeit mit beschäftigen, mit ihrem speziellen Thema. Das Problem ist halt eben immer, wenn du auf irgendetwas Spezielles
Thema kannst du es schwer. Also du musst den Leuten, oder du solltest den Leuten, finde ich, einen größeren Umfang an Nachrichten geben, wo man dann halt eben mal hier einsteigen kann, gucke ich mir mal ein paar Bilder an, gucke ich mir halt eben das Interview an, schaue ich mir halt eben mal ein paar Tipps an, Kochtipps, irgendwas Profanes kann es ja auch dazwischen sein. Und dann ist es viel spannender und spaßiger, halt eben eine Zeitung zu lesen. Und davon profitieren wir alle. Die Zeitung an sich, wir mit unseren Projekten, natürlich auch die Leute, die wir aus dem Netz rausgeholt haben. Kann man denn bei euch noch Autor werden oder seid ihr komplett? Nein, händeln. Ja, natürlich, jeder kann gerne Autor werden und das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Viele, die wir angesprochen haben, ursprünglich, haben immer noch eine gewisse Hochachtung vor Print. Die denken, oh Mann, da muss man ganz besonders und besonders ausgebildet sein, was nicht der Fall ist. Also das ist relativ leicht zu stemmen, wenn man einfach nur Bock drauf hat und interessiert ist und brennt. Ich habe mit Leuten zu tun gehabt, Felix auch, die sich bei uns gemeldet haben, die kamen von der Uni, die hatten eine Ausbildung in Medienwissenschaften und in Journalistik hinter sich, wo man denken müsste, mein Gott, nochmal, die müssten es jetzt wirklich bringen. Und die haben es nicht gebracht. Die waren stocktrocken. Und dann waren andere Leute dabei, das waren 16-Jährige. Josh, 16-Jährige, die einfach für ein bestimmtes Thema heiß gewesen sind. Und das hast du in der Schreibe gemerkt und du hast gesagt, Mensch, ist das geil. Du bist der geborene Journalist. Du kannst im Grunde morgen die Schule verlassen, wenn du Journalist werden möchtest. Kannst dich nur verschlechtern, du wirst allenfalls verbildet. Was braucht ihr denn sonst noch für helfende Hände? Gibt es da noch weitere Jobs, die erledigt werden müssen? Ja, also wir bräuchten jetzt zum Beispiel einen Bankier von der Ostküste, der uns einen Koffer rüberschickt mit einer Million, weil dann werden wir für die nächste Zeit abgesichert. Du musst natürlich auch gucken, dass die Zeitung halt eben finanziert wird. Und das ist immer ein Problem. Die Werbekunden warten natürlich ein Stück weit ab und sagen, okay, wir wollen gucken, wie ihr euch am Markt platziert, wie lange ihr da seid. Das sind ganz wichtige Sachen. Ich weiß, darauf referierst du jetzt gerade nicht. Du meinst wahrscheinlich irgendwas Organisatorisches. Aber es ist natürlich auch unheimlich wichtig, dass du Leute im Hintergrund hast, die sagen, ich bin halt eben, ich stehe hinter dem Projekt und ich gucke mal, wie ich dir helfen kann. Und jeder kennt irgendwo den Freund, der Freundin des Vaters, der, was ich, eine Firma hat, der mal ganz leicht halt eben sagen kann, okay, schalte ich auf eine Anzeige. Und bei denen kostet jetzt eh ein Apfel und ein Ei, aber diese ganzen Äpfel und Eier, die summieren sich hinterher zu einem veritablen Betrag, sodass wir Geld haben, dass wir Geld ausschütten können, dass wir Mitarbeiter bezahlen können. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Und das ist gerade mein großes Problem. Ja. Wir schreiben weiße Zahlen, das heißt also, wir finanzieren uns ständig, können immer wieder nachdrucken, können immer wieder diese Zeitung rausbringen, aber das kann ja nicht das A und O sein. Man muss schauen, dass man halt eben was ausschüttet, dass man die Leute bezahlt, dass die auch merken, okay, hier läuft was zurück und nicht nur halt eben Aufmerksamkeit. Im organisatorischen Rahmen sind wir eigentlich an sich schon gut aufgestellt, also was halt eben Technik anbelangt und sowas in der Richtung. Aber jeder, der sich meldet und sagt, okay, ich habe hier noch eine Möglichkeit oder ich könnte euch hier ein bisschen das Rad schneller machen, ist bei uns hoch willkommen. Ja, das wäre verständlich. Jetzt würde mich mal interessieren, wie oft erscheint eure Zeitung denn, in welchen Abständen und vor allen Dingen, wo bekomme ich sie? Also wir haben das früher im Netz so gemacht, dass wir einmal die Woche das Ganze gemacht haben und jetzt sind wir im Printbereich einmal alle zwei Wochen für die ersten vier Ausgaben zu erhalten gewesen. Da hatten wir einen Distributor aus Köln, der hat uns angeliefert für den gesamten deutschen Markt, für den gesamten österreichischen Markt und für den gesamten Markt in der Schweiz und hat uns dort an die Kioske gebracht. Und die Kioske kann ich dir allerdings jetzt nicht runterbieten, das sind eine ganze Menge, das sind ein paar Tausend angeblich gewesen. Und jetzt sind wir gerade in Investorengesprächen drin, wo wir versuchen halt Leute zu gewinnen als Werbepartner zum Beispiel, um mit diesen Leuten an der Seite dann in die Wochenzeitung rückzustarten, allerdings im Printbereich. Vielleicht noch eine letzte Frage, was kostet denn eine Zeitung bei euch und was kostet ein Abo? Also wir haben jetzt am Anfang uns überlegt, ob wir auf 3 Euro gehen, sind dann auf 2,50 Euro runtergegangen. Das ist der aktuelle Preis, den wir haben. Und im Abo müsstest du nachgucken, im Internet halt unter www.doriangray.net. Da gibt es, glaube ich, eine Abo-Staffelung, die wir haben. Nur der Punkt ist, ich warne vor, man kann sich natürlich jetzt vormelden und sagen, okay, ich hätte gern ein Abo. Das notieren wir dann auch. Und
werden diese Leute dann auch beliefern, sobald es losgeht. Wir können aber noch nicht auf den Tag genau sagen, wann das sein wird, weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade noch die Investorengespräche vor der Brust in Österreich und danach entscheidet sich dann, wann es losgeht. Am liebsten natürlich nächste Woche, aber ich denke mal, das wird noch mit Sicherheit 3-4 Wochen dauern. Vielleicht zum Schluss noch ein Schlusswort, ein Schlusssatz, wenn du möchtest. Das ist bei uns hier Usus, falls ich irgendwas vergessen habe. Was vergessen? Ich glaube, du hast überhaupt nichts vergessen. Es war ein gutes Interview auf jeden Fall und ich wünsche euch unheimlich viel Glück und Erfolg mit dem Radio, was natürlich auch eine ganz super wichtige Sache ist, weil Radiostationen gibt es auch wie Sand und Meer. Aber wie viele davon sind dann wirklich gegenströmig und gut und anders? Und ihr seid es mit Sicherheit. Mensch, vielen Dank, Wolf. Und euch auch alles Gute. Vielen, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir.